Kurskollegen und Medizininteressierte, hier ist wieder Medfic für euch. Heute mit dem Thema medizinischer Aufnahmetest. Und zwar, was ist das überhaupt, wofür ist das und wie kann man sich darauf vorbereiten? Um diese Themen wird es sich heute drehen. Als erstes, wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Ich habe ja mal ein Video zum Thema TMS veröffentlicht. Das packe ich euch hier unten in die Videobeschreibung. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt vorbeischauen. Und zwar ist es ja der Test für medizinische Studiengänge. Und da ich weiß oder auch danach mitbekommen habe, dass ich recht viele Zuschauer aus Österreich habe und die mich dann daraufhin gefragt haben, gibt es sowas für Österreich? Und andere gesagt haben, ich habe gehört, man kann in Österreich NC-frei studieren, bliblablub. Und da habe ich mir gedacht, okay, komm, du informierst dich mal darüber, recherchierst mal ein bisschen, wenn du Zeit hast und packst das wieder in ein neues Video, weil das Video zum TMS ist ja richtig gut angekommen bei euch und ich dachte mir, ja, wenn es noch weitere von solchen Tests und Möglichkeiten gibt, an den Medizinstudienplatz zu kommen, warum sollte ich euch das vorenthalten und warum sollte ich euch nicht informieren? Und das tue ich jetzt mit diesem Video. Und zwar ist dieser medizinische Aufnahmetest im Prinzip eine Alternative zum Medizinstudium in Deutschland. Warum? Weil diesen Test gibt es seit 2013 und er gilt als einzige Voraussetzung bzw. als einzige Hürde für einen Medizinstudienplatz in Österreich. Das heißt, NC oder Matura-Schnitt ist komplett egal. Das heißt, egal was für einen Schnitt man hat, ja, ihr habt es richtig gehört, egal was für einen Schnitt man hat, ihr könnt diesen Test schreiben und wenn ihr den gut geschrieben habt, könnt ihr aufgenommen werden und einen Medizinstudienplatz euch sichern. So, das heißt, jetzt Kopf hoch an alle, die sich denken, ich stehe kurz vorm Abi und mein Abischnitt reicht immer noch nicht, um in ein deutsches Auswahlverfahren reinzukommen oder um den TMS in Deutschland zu schreiben und damit sich das noch lohnt, damit man genommen wird, dann ist das doch eine ganz gute Alternative. Versuch's doch mal in Österreich oder versuch's doch mal mit diesem MedArt oder MedArt, ich habe keine Ahnung, wie man diesen Test ausspricht, versuch's doch einfach mal damit. Und zwar werde ich euch gleich wieder, genauso wie ich das beim TMS-Video gemacht habe, die 11 Untertests vorstellen, euch ein bisschen erzählen, was dort gefragt wird, was die Aufgabentypen sind und euch auf meinem Handy wieder die Aufgabentypen zeigen. Die habe ich mal wieder hier auf einer App vorbereitet. Die App werde ich euch im Nachhinein dann auch nochmal vorstellen und sagen, wo ihr sie findet. So, und zwar gibt es wie gesagt 11 Untertests und der MedArt ist ein bisschen anders als der TMS. Falls jemand das Video vorher schon gesehen hat zum TMS, dann wird euch das auffallen. Und zwar wird bei MedArt auch Vorwissen in naturwissenschaftlichen Fächern abgeprüft. Auch in Mathe. Und ja, das hören die meisten nicht gerne, aber auch Mathe wird abgefragt. Nur geht dieses Vorwissen oder diese Vorkenntnisse, die da abgefragt werden, nicht übers Abi-Niveau rüber. Das heißt, wenn man eigentlich die Fächer im Abitur hatte, sollte man es eigentlich hinkriegen. Allerdings gibt es ja viele, die dann doch das ein oder andere Mal abgewählt haben. Da kann man sich aber, finde ich, mit einigen Büchern oder mit Literatur auf das Niveau wieder hocharbeiten und das sollte dann wieder gehen. Und ich meine, klar, wenn man wirklich den Wunsch hat, Medizin zu studieren und das Einzige, was man dafür irgendwie investieren muss, dieser Test ist, dann investiert euch doch einfach in diesen Test und schreibt den gut und dann habt ihr euren Studienplatz. So, dieser Test wird jedes Jahr geschrieben, also einmal im Jahr, meistens Anfang Juli. Und man kann ihn auch vor dem Abi, also bevor man das Abi-Zeugnis hat, schreiben. Allerdings sollte man, wenn man sich einschreibt, bereits ein Abi-Zeugnis haben. Das heißt, nur unmittelbar vor dem Abi würde es sich natürlich anbieten, dann diesen Test zu schreiben. Man kann diesen Test in Wien, in Linz, in Graz und in Innsbruck, glaube ich, schreiben. Und der fängt meistens um 8 Uhr morgens an, beziehungsweise je nachdem, wenn viele Leute da sind, dann fängt es auch mal ein bisschen später an, bis sie alle da irgendwie einen Platz gefunden haben, bis alle reingekommen sind. Allerdings fängt es halt morgens an. Dann geht es, je nachdem, ob man diesen Test für Zahnmediziner, also den MedArt Z oder den MedArt H für Humanmediziner schreibt, unterscheiden sich die Tests ein bisschen. Weil beim Z
zahnmedizinischen Test wird dann natürlich auch ein bisschen Handwerkliches abgeprüft. Und das wird bei den Humanis natürlich nicht gemacht. Heute soll es nur um den Test für die Humanis gehen. Da haben leider die Zahnis in diesem Video Pech gehabt, tut mir leid. Aber da ich selber auch Humanmedizin studiere, dachte ich mir, oder die meisten Leute, die hier auf meinem Kanal sind, wahrscheinlich Humanmedizin studieren möchten oder es einfach interessant finden, dachte ich mir, ich mache das jetzt mal für die Humanis. Und so, viele unterscheiden sich die Tests jetzt auch nicht, ja. So, fangen wir einfach mal an mit den Untertests und mit den Beispielen. Als allererstes ist der große Fachbereich Basiskenntnistest. Also so in etwa. Also es wird auf jeden Fall das Basiswissen der Naturwissenschaften, Physik, Biologie, Chemie und Mathe abgefragt. So, und hier ist das so, dieser ganze Test macht 40% des ganzen MedArts aus. Das heißt, es ist schon recht, recht viel. Und man hat für Biologie 30 Minuten Zeit, da hat man aber auch 40 Aufgaben, also das sind die meisten Aufgaben in diesem Bereich, sind in Bio. Dann hat man als zweites Chemie, wofür man 18 Minuten Zeit hat und 24 Aufgaben lösen muss. Danach haben wir Physik mit 16 Minuten für 18 Aufgaben und als allerletztes Mathe, das Hassfach von den meisten Leuten, mit 11 Minuten für 12 Aufgaben. Das heißt, Matheaufgaben sind auch in diesem Bereich die, die es am wenigsten gibt. Biologieaufgaben sind dann die, von denen es am meisten gibt. Und ich denke mal, das sollte doch den einen oder anderen erfreuen. Denke ich mal. Zumindest ist Bio jetzt nicht das Fach, wo ich oft höre, dass die Leute sagen, Bio, ich hasse Bio. Die meisten sagen dann, doch, ich hasse Mathe. Und dafür ist es eigentlich ganz gut, dass die Matheaufgaben hier eher runtergehalten werden. Danach kommen wir zu dem Themenblock Textverständnis. Und dazu gibt es beispielsweise in dieser App auch Beispiele. Ich zeige euch mal einen. Und zwar kriegt man so einen kurzen Text. Das ist echt nicht lang, der Text. Ihr seht mal hier. Ja, das war auch schon der Text. Das ist alles. Ja, das ist der Text. Der ist zu einem naturwissenschaftlichen oder medizinischen Thema natürlich. Schließlich wollt ihr Medizin studieren und nicht irgendwas anderes. Ja, es geht jetzt nicht um Backen oder Computer oder sonst irgendwas. Es geht um medizinische oder naturwissenschaftliche Themen. Und man muss die richtigen Schlussfolgerungen treffen. Man kriegt sozusagen auch Antwortmöglichkeiten hier. So. Und dann muss man sagen, welche von diesen Antworten richtig sind, beziehungsweise welche von diesen Schlussfolgerungen bzw. Aussagen bezogen auf den Text, nachdem man den Text gelesen hat, richtig sind. Und man muss sozusagen entscheiden. Und da wird abgeprüft, ob man schlussfolgerndes Denken besitzt. Unter anderem wird natürlich in den weiteren Tests auch räumliche Vorstellungskraft abgeprüft, genauso wie Gedächtnis und Merkfähigkeit und so weiter. Das war auch schon der zweite Teil, also das Textverständnis, das sind so 10%. Man kriegt 12 Aufgaben und hat dafür 35 Minuten. Ja, man muss sich ja auch letzten Endes die 12 Texte, die man kriegt, durchlesen und schnell entscheiden können. Ist eigentlich recht wenig Zeit, aber es macht auch nur 10% des ganzen Tests aus. Im Vergleich jetzt zum Basiswissen, was davor war und 40% ausmacht, ist das doch ein kleinerer Anteil. Dennoch aber wichtig. So, dann kommen wir auch schon zu den kognitiven Fähigkeiten und da gibt es weitere Untertests in diesem großen Bereich. Und zwar als allererstes haben wir Figuren zusammensetzen und das kann man ein bisschen vergleichen mit den Schlauchfiguren von dem TMS. Ich habe hier mal ein Beispiel für euch und zwar seht ihr hier so Schnipsel hier oben und zwar wurde eine große Figur auseinandergeschnitten, so kann man sich das vorstellen. Und hier unten sind Figuren, mögliche Figuren. Und man muss sagen, welche von den Figuren wurde auseinandergeschnitten. So, und davon kriegt man 15 Stück von diesen Aufgaben und hat dafür 20 Minuten Zeit. Ist, denke ich mal, zu schaffen. Natürlich, man muss immer so ein bisschen 3D-räumliches Denken beweisen. Das wäre dann so eine Aufgabe für räumliches Denken. Und dieser ganze Themenblock kognitive Fähigkeiten nimmt 40% wieder ein.
Damit hätten wir schon 60% weg, weil wir haben ja, nee, Moment, was für 60%? Ich kann auch nicht rechnen, ne? 40 plus 40 sind schon 80, plus 10 sind 90. Das heißt, 90% sind, nachdem man diesen großen Block, wo auch noch ganz viele Untertests kommen, geschafft hat, hat man schon mal 90% des Tests, ne? So, und zwar kommt dann als zweiter Themenblock. Ich musste mal hier meine Notizen umdrehen, weil ich kenne ja das alles nicht auswendig. Ich muss mir auch mal ein bisschen helfen hier. Und zwar kommt nach diesen Figuren zusammensetzen der Test Gedächtnis und Merkfähigkeit. Und zwar die Einprägsphase davon. Denn genauso wie beim TMS muss man sich dann dort was einprägen, was dann erst nachdem man einen weiteren Test, beziehungsweise in diesem Fall zwei weitere Tests gemacht hat, wieder reproduzieren muss. Und dann diese Reproduktionsphase kommt erst nach zwei weiteren Tests. So, und hierfür hat man 8 Minuten Zeit. Man muss sich 8 Allergiepässe merken mit Name, mit Foto, mit Geburtsdatum, mit Medikamenteneinnahmen, Blutgruppe, bekannte Allergien, Ausweisnummer und Ausstellungsort muss man sich merken. Ich habe hier auch mal so ein Beispiel für solche Allergieausweise. So. Man kann es, wie gesagt, auf dieser App dann auch machen. Und man kann sich, wenn man das sozusagen 8 Minuten sich gemerkt hat, kann man die App zumachen. Und dann wird man in 25 Minuten benachrichtigt, sozusagen, um die Fragen zu diesen Allergiepässen zu beantworten. Denn die zwei folgenden Tests im MedAd dauern insgesamt 25 Minuten. Als erstes kommt Zahlenfolge mit 15 Minuten für 10 Aufgaben und dann kommt Implikation erkennen mit 10 Minuten für 10 Aufgaben. Das heißt, man hat sozusagen 25 Minuten Zeit dazwischen, bevor Gedächtnis- und Merkfähigkeitsreproduktionsphase kommt. Da kommen wir auch schon direkt zur Zahlenfolge, wenn ich schon dabei war, hier das zu erwähnen. Hier habe ich wieder ein Beispiel für euch in meiner tollen App. Man hat, das kennt man meistens eigentlich aus der Schule, man hat eine Zahlenfolge und man muss ja sinnvoll weiterführen. Und da gibt es wieder 5 Antwortmöglichkeiten, also es ist Multiple Choice. Und man hat dafür, wie gesagt, 15 Minuten für 10 Aufgaben. So. Danach kommt, wie ich gerade gesagt habe, Implikationen erkennen. Und jetzt fragt man sich, was ist Implikationen erkennen? Ich habe die ganzen Tests auch mal ausprobiert hier auf der App. Ist eigentlich ganz interessant. Man kann es auch einfach nur aus Spaß machen. Aber wenn man sich wirklich darauf vorbereiten möchte, ist die App echt richtig gut. Und zwar kriegt man 2 Aussagen bei Implikationen erkennen. Und man muss die logische Schlussfolgerung daraus erkennen. Ich mache euch mal ein Beispiel vor. Alle Klempner sind Handwerker, alle Bäcker sind keine Klempner. Welche Schlussfolgerung oder welche Aussage ist die logische Schlussfolgerung? Alle Bäcker sind Handwerker, alle Bäcker sind keine Handwerker, einige Bäcker sind Handwerker, einige Bäcker sind keine Handwerker oder keine der Antworten ist richtig. Wer von euch hat jetzt schon die Lösung? Schreibt es in die Kommentare. So, das wäre sozusagen so ein Beispiel für Implikationen erkennen. Und ihr habt dafür für 10 Aufgaben 10 Minuten Zeit, das heißt pro so eine Aufgabe 1 Minute Zeit. Man kommt schon in diesen Zeitdruck und genau das ist auch gewollt von diesem MedAd, die Leute in Zeitdruck zu packen, weil man im Medizinstudium auch oft unter Zeitdruck arbeiten muss, beziehungsweise im späteren Beruf als Arzt muss man damit klarkommen. Und deswegen wird das hier auch abgefragt oder geprüft. So, dann kommen wir zu dem nächsten, das wäre Wortflüssigkeit. Hierzu habe ich auch wieder ein Beispiel und zwar ist das auch ganz interessant. Man hat ganz viele Buchstaben, einfach wir durcheinander. Da, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, weil die Kamera fokussiert gar nicht so schnell. A, I, Z, J, D, S, G, T. Und man muss ein Wort aus diesen Buchstaben bilden. Und muss dann sagen, mit welchem Buchstaben das Wort anfängt. Ja, ist eigentlich voll kompliziert. Vielleicht, ich blende euch mal die Buchstaben hier ein, vielleicht hat irgendjemand von euch
das Wort ja schon gebildet, schreibt es mir auch in die Kommentare. Könnt ihr direkt mal mitmachen und euch selber schon mal testen. So, und als allerletztes kommt der Themenblock Soziales Entscheiden. So, und Soziales Entscheiden, das nimmt 10% ein. Übrigens, das, was ich gerade vergessen habe zu sagen, Wortflüssigkeit, dafür hat man 20 Minuten Zeit für 15 Aufgaben. Und Soziales Entscheiden, da kriegt man einfach Situationen aus dem Berufs- oder Alltagsleben und kriegt 5 Handlungsweisen. Und man muss entscheiden, oder beziehungsweise man muss diese Handlungsweisen in eine Reihenfolge bringen, der Wichtigkeit nach. Das heißt, es wird hier geguckt, ob man Prioritäten setzen kann oder ob man die Prioritäten richtig setzen kann als angehender Arzt. Ob man weiß, was man als erstes zu tun hat und was man eher nach hinten schieben kann. So, solche Sachen werden dann in dem sozialen Entscheiden abgefragt und das sind dann nochmal 10% des Tests, die den so ausmachen. Und jetzt komme ich einfach mal nochmal darauf zu sprechen, wie man sich darauf... Boah, ich habe heute wieder mal Wortsalat in meinem Mund. Wieder darauf zu sprechen, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt. Und ich habe wieder eine App-Empfehlung. Es ist wieder dieselbe Firma im Übrigen wie auch beim TMS. Die machen echt gute Apps, muss ich schon zugeben. Und wenn hier irgendjemand denkt, ich mache hier irgendeine Produktplatzierung, dann habt ihr leider Unrecht, denn so Fan bin ich auch nicht. So, ich sage einfach, dass ich diese App richtig cool finde. Und zwar ist die wieder von Doc Factory. Wenn man eigentlich Doc Factory MedArt eingibt beim App Store, dann kommt man eigentlich auf die App. Das ist genau dieselbe wie für TMS, nur in grün. Hey, nur in grün. Die ist wirklich grün, aber dasselbe nur in grün. Wisst ihr, das ist ein Wortspiel. Die TMS-App war nämlich rot. So, man kann hier eingeben, wie lange man noch Zeit bis zum Test hat. Man kann gucken, in welchen Bereichen man noch Defizite hat. Und die App ist an sich natürlich wieder kostenlos. Aber man kann hier Training machen und man kann hier die unterschiedlichen Gebiete trainieren. Und wenn man merkt, in dem Gebiet habe ich aber noch echt Defizite, dann kann man sich das Komplettpaket von diesem Bereich kaufen für 2,99 € oder so. Also ist jetzt nicht die Welt, wenn man sich jetzt ein Buch kaufen würde für den MedArt-Test, dann würde man, glaube ich, auch insgesamt 15 € oder so bezahlen. Und wenn man sich alle Kategorien davon, glaube ich, freischalten würde, auch so ungefähr. Dementsprechend kommt es auf selbe hinaus, nur finde ich beispielsweise Apps cooler, weil man die einfach in die Tasche stecken kann und man kann die einfach in der Bahn dann machen oder irgendwann, wenn man einfach nichts zu tun hat und muss dann nicht noch irgendwie ein Buch mit sich schleppen. Das Handy hat man halt einfach immer mit, so ein Buch nicht. So, das sind so die Sachen. Ich werde euch den Link von dieser App, beziehungsweise den Namen von der App nochmal unten in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr euch die nochmal anschauen und einfach mal zu Hause selber ausprobieren, wie gut ihr denn seid. Und das vielleicht unten dann in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht eine von den Aufgaben, die ich gerade vorgelesen habe, gelöst habt oder... wie gut ihr mit den Aufgaben zurechtkommt oder was für euch die schwerste Kategorie ist. Ich muss sagen, ich glaube, für mich ist die schwerste Kategorie das mit diesen Buchstaben, mit dieser Wortflüssigkeit, mit den Buchstaben zusammensetzen. Ja, ich kann das irgendwie nicht so gut. Naja, egal. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!